haben uns natürlich vorgenommen, hier bei uns zu Hause 3 Punkte zu holen, dominant aufzutreten. Haben das weitgehend auch geschafft, finde ich. Erste Halbzeit können wir uns nicht viel vorwerfen. Wir haben ja auch Chancen kreiert, wenig zugelassen, sind dann ohne Tor in die Halbzeit gegangen. Wenn wir vielleicht früh getroffen hätten, wäre es vielleicht ganz anders gelaufen, hätten wir nachlegen können. Ja, und dann kommen wir aus der Halbzeit raus. Ich glaube, nach 5 Minuten ist ja direkt so mit, also es war ja die einzige Chance von Preußen in dem Spiel. Die hatten also 4 Torschüsse, alles in dieser Aktion und der vierte geht dann, glaube ich, rein. Leider ja, bitter für mich dann in der Aktion. Was fühlt man denn als Torwart, wenn man dreimal innerhalb von 3 Sekunden den Ball pariert hat und der vierte schlägt dann ein? Ja, also innerlich dachte ich beim dritten, das kann eigentlich kein Tor mehr werden, weil das ist so eine Torwartsache, dass dann eigentlich der Ball auch rausgeht. Man hält den vierten dann eigentlich auch. Aber ist dann alles eigentlich nichts wert. Meine Teamkollegen haben dann auch gesagt, ja, gut gehalten und so, aber ist dann nichts wert, wenn der Ball im Tor ist. Deshalb war es Der natürlich. war auch nicht mehr zu halten, der vierte Schuss dann. Ja, der war gut, aber trotzdem unglücklich, dass der dann reingeht. Aber haben uns dann, finde ich, ganz gut gefangen. Ja, hatten sehr viele Chancen und ja, leider auch ein paar Abseitssituationen. Aber konnte ich jetzt nicht von hinten nicht sehen, deshalb will ich das nicht bewerten. Und sonst halt alles gegeben und dann uns noch belohnt. Jetzt auch noch nicht die Situation, dass wir in Rückstand, also wir sind in den Rückstand geraten, mal in der ersten Minute gegen Schöneiche und jetzt mal so in der 50. in Rückstand geraten, das war auch für uns neu. Sind dann überall angelaufen, hatten halt viele Chancen. Und dann ist es am Ende trotzdem, also für mich und ich denke auch für die Mannschaft, ein cooles Gefühl, dass wir dann uns noch belohnt haben mit dem Ausgleich. Klar, der hätte auch schon 5 Minuten später nach dem Gegentor fallen können, dann hätten wir wahrscheinlich das Spiel noch gedreht. Aber so müssen wir dann zufrieden sein mit den Punkten und fahren dann Freitag ja, nach Selo und holen da die 3 Punkte. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben schon, wie ich gesagt habe, die 3 Punkte eingeplant. Hat eine breite Brust. Ja, im Training, da wird so viel Gas gegeben. Das ist echt schön mit anzusehen. Jeder ist dabei. Und dann will man halt auch dann heim auf jeden Fall bei uns zu Hause hier die 3 Punkte einfahren. Haben wir jetzt nicht geschafft. Das ist dann schon ein Dämpfer, ja.